Hallöchen, bin gerade mit meinem Bruder im DM und ich swatche gerade ein paar Lippenstifte und muss mir jetzt mal entscheiden, welchen ich nehme. Finde ja nicht alle ganz nett. Schau mal, wie cool, was ist denn das? Das habe ich jetzt gerade beim Vorbeifahren gesehen. Wir sind gerade in der Waschstraße. Das Wetter ist total schön, da muss man unbedingt Auto waschen fahren. Sowas sollte es auch für Pferde geben. Einfach so eine Waschstraße, wo man mit dem Pferd einfach so reinreiten kann. Dann ist das Pferd sauber. Mittagessen bei meinen Eltern in Linz. So schön. Und dann mit ein paar Blümchen noch. Und wir essen auch draußen im Garten. Meine Schwester und ich sind on the road nach Wels. Ich freue mich schon total. Um 15 Uhr treffen wir uns auf der Welser Pferdemesse. Das war so ein super schönes Treffen jetzt gerade. Ich habe irgendwie komplett vergessen zu snappen, aber ich habe auf jeden Fall mitgefilmt und auf meinem Hauptkanal kommt auf jeden Fall dann auch das ganze Video. Wir fahren jetzt auf jeden Fall nach Hause und ich zeige dir dann auch die ganzen Seiten. Okay, also wir fahren jetzt nach Hause und ich zeige dir dann auch die ganzen Teile, die wir bekommen haben. Voll cool! Wir stehen jetzt auch gerade mitten auf der Straße. Okay, weil ganz viele gefragt haben, wie ihr Instagram-Account heißt. Oh Gott, da kommen ein paar Autos. Warte kurz. Sie hat auch Instagram und Shred. So, jetzt habe ich mich extra irgendwo hingestellt, wie wir mitten auf der Straße gestanden sind. Ganz viele haben eben gefragt, wie Instagram und Snapchat-Account von meiner Schwester heißt. Und zwar Shred-Tagebuch. Eigentlich wollte es meine Schwester selber sagen, aber anscheinend geht es doch nicht. Ich bin so nervös. Also für alle nochmal zum Mitschreiben, Shred Tagebuch, und das werde ich jetzt auch noch hineintippen, damit alle mich... Meine Schwestern schauen jetzt gerade, wer längere Haare hat, und ich habe denen gesagt, meine Haare sind länger, meine sind wirklich... Tag 2 der Welser Pferdemesse und schau mal, was ich da alles bekommen habe. So viele süße Sachen und das packe ich jetzt alles aus. So, und ich packe das jetzt alles aus und zeige dir das auch alles. Und dann nehme ich gleich mal das allererste Paket. Und da habe ich selbstgemachte Leckerlis. Voll gut, die riechen auch voll. Und das habe ich von den zwei Mädels, die ja extra aus Tirol gekommen sind. Total lieb, und zwar Anna-Maria und Jasmin. Und hier riecht alles so gut auf diesen Leckerlis. Selbstgemacht. Du hast nicht gesehen, dieses super coole Paket, wo ein voll schöner Schlüsselanhänger mit einem A dran ist. Und das packe ich da jetzt aus. Und das ist eins von mehreren Kaninchen, die meine ganz kleine Schwester in Linz hat. Sie ist total herzig. Nougat heißt sie. So, ausgepackt. Oh, voll cool, das ist sicher so eine Rolle. Mal, wie schön auch, diese Bändchen. Mal, auf das freue ich mich. Michelle bekommen, schau mal. Wow, Michelle. Boah. Und noch ein Geschenk von der Michelle, als wäre schon diese Rolle nicht genug. Was kommt hier, was kommt da? Ein Polster. Und ein Glas ist da auch noch drin. Und auf dieser Rolle stehen so schöne Sachen drauf. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Michelle. Ich freue mich total. Von Lea, Anna und Lea habe ich diese Leckerlis bekommen im Bund. Nachschub für die Eskader. Wie cool wäre das eigentlich, bunte Leckerlis selber zu machen? Voll schön. Schau mal, wie schön dieses Halfter ist. Wahrscheinlich die hat sie Rubiel. Und das hat sie auch selbst gemacht. Das siehst du auch in meinem Video auf Anita Girly Theme and Do It Yourself. Ich habe auch voll einen schönen Strick bekommen. Und dann habe ich hier noch von der Sally noch ein paar Leckerlis in einer voll süßen Dose. Noch mehr Leckerli-Nachschub. Die Eskader wird sich freuen. Habe ich da bekommen. Und dann auch noch voll viele solche fressen Sachen, die gut riechen. Von Leonie habe ich dieses Buch bekommen. Ich wusste gar nicht, dass da was drinnen steht, aber sie hat jetzt da überall voll schön Fotos dazu geschrieben und Fotos dazu gemacht. Von Annika und Annalena habe ich dieses Bild bekommen. Da noch lecker Schokolade mit Pferdemotiv. Und noch was. Noch was ist in dieser Tüte drinnen, und zwar das. Und ein alter Pommes-Stick. Wie ist denn das reingekommen? Jetzt bin ich gespannt, was hier drinnen ist. Ich habe echt keine Ahnung.
Ja, noch mal eine Rolle, schau mal. Voll cool. Das sind Annika und Annalena auf ihren zwei Ponys. Und jetzt haben sie all meine Videos hier. Wow, wie cool. Schau mal. Wow, wow, Janine, du kannst so schön ein Pferd zeichnen. Sie hat da die Eskada gezeichnet. Okay, hauptsache ich mal wie im Kindergarten. An dich kann ich mich noch ganz besonders erinnern. Du hast das Bild von Rubinesco und Rubiel gezeichnet. Und ich war früher voll der Sailor Moon-Fan. Sailor Mars. Wie cool ist denn dieses Bild? Das habe ich von Cassidy bekommen. Und hier unten siehst du sie auch auf dem Pferd Polly. Habe ich einen Brief von der Jasmin bekommen, von der Helene und voll hübsch da auch von der Hanna. Schau mal. Von der Marie habe ich da einen Brief bekommen. Kannst du mal ein Schrankvideo machen? Kreuze an ja oder nein. Ja, Marie, kann ich mal machen. Da habe ich auch so einen schönen Brief bekommen von der Sarah. Bester Pferdekanal ever, danke. Und da habe ich auch noch liebe Grüße bekommen von der Kathi an die Andrea. Da habe ich noch was Süßes bekommen von der Lara, von der Nathalie, von der Clara, Sabine, Jana mit Bildern und Briefen. Dankeschön. Von der Pauline habe ich diese mini kleine süße Pferdetasche bekommen und diese super hübschen herzigen Schlüsselanhänger aus Holz. Und von der Clara, ich habe extra gesagt, unbedingt den Namen dazu schreiben. Also wenn du mir was schenkst, unbedingt Namen dazu schreiben, damit ich das noch erwähnen kann. Sie hat mir einen Himbeerleckstein geschenkt. Stellvertretend für alle Sachen habe ich jetzt ein paar Sachen in die Hand genommen. Vielen Dank für alles und ich freue mich, wir sehen uns morgen um 13 Uhr auf der Welser Pferdemesse. Tschüssi! Ich habe wieder Autogrammkarten Nachschub bekommen, gestern auf der Welser Pferdemesse. Sind irgendwie alle ausgeworden, aber für morgen Sonntag habe ich noch welche. Jetzt unterschreibe ich die jetzt mal.